Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Es ist wieder soweit. Wir haben neue News, wir haben neuen Content, wir haben Sachen, die wir darstellen können, erklären können, drüber diskutieren können. Und heute ist so ein unglaublich wichtiges Thema, was ich dabei habe. Und ich hoffe, dass ihr wirklich mit 200 Likes, es wäre absolut mega, mir zeigt, dass ihr euch freut, dass ich wieder da bin. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr am Ende immer noch disliken. Aber wenn ihr jetzt auf den Like-Button drückt, ist auf jeden Fall eine Hilfe für mich, dass es noch andere Leute sehen, außer die, die jetzt sowieso schon abonniert haben. Es geht heute um Modern Warfare 2 Remastered, die Kampagne. Ihr habt, viele von euch zocken es schon, ich bin am überlegen, ob ich es mir kaufen soll. Wir haben wirklich schon seit Wochen drauf gewartet, die Gerüchte kamen ja die letzten Wochen immer und immer wieder. Modern Warfare 2 kommt, es kommt in der Zeit von MW, dann hieß es irgendwann, es kommt direkt nach Black Ops 4 und es ist jetzt tatsächlich da. Aktuell nur PlayStation-Nutzer können es spielen. Das liegt daran, dass Modern Warfare 2 Remastered nicht, wie viele denken, jetzt gerade erst fertig geworden ist, sondern es ist schon seit über 1,5 Jahren bei Infinity Ward und Binox Games, die das Remastered haben, und Activision sozusagen in der Schublade. Und sie haben nur darauf gewartet, wann der richtige Zeitpunkt ist, um das Spiel zu releasen. Und jetzt haben wir die Kampagne endlich wieder da. Und es ist eine Enttäuschung für so viele Leute von uns. Es ist wieder dieses 30-Tage PlayStation-Exclusive-Paket. Das heißt, Xbox, PC-Spieler, Nintendo wird es wahrscheinlich auch rauskommen, müssen tatsächlich 30 Tage warten. Oder heute, wenn ihr es seht, noch 28 Tage. Das liegt daran, dass es damals schon fertiggestellt wurde, aber für die PlayStation-Nutzer, ihr könnt es schon spielen, wir können es schon spielen und jeder von uns, jeder, der diesen Kanal guckt, egal wie alt er ist, wird Modern Warfare 2 kennen. Und die Kampagne war für mich mit Abstand die beste Kampagne, die ich je gespielt habe. Was Infinity Ward über die Jahre mit Modern Warfare 1, 2 und 3 und den Kampagnen gemacht hat und dem Spec-Op-Modus, war absolut überragend. Umso enttäuschender eigentlich, dass wir jetzt nur die Kampagne haben. Wir haben den Multiplayer nicht, wir haben den Spec-Op-Modus nicht. Für 25 Euro kriegt man noch einen Skin in Modern Warfare und die Kampagne, die man remastert, nochmal 6, 7, 8 Stunden spielen kann. Trotzdem fairer Deal, rein vom Preis her, aber ich möchte heute mit euch über etwas sprechen, was einfach keinen Sinn macht. Und zwar, warum ist kein Multiplayer dabei, warum ist kein Spec Ops dabei, was sind die Gründe dafür? Und da gibt es so ein, zwei Sachen, die sind ganz interessant, da sollten wir genau zuhören heute. Bevor wir darauf aber losgehen, einmal ganz kurz, ich werde euch genau einblenden, wann das Video weitergeht, wenn ihr kein Interesse dran habt. Ihr wisst, dass ich ein großer, großer Fan von Controllern bin, die genau das machen, wie ich es möchte und was ich möchte. Und ihr wisst, dass ich seit Monaten mit meinem nagelneuen Controller zocke. Und ihr wisst, ich habe hier meine Pedals, ich habe hier mein Logo drauf, ich habe hier handschriftlich signiert eine Unterschrift, ich habe hier alles drauf, was mir irgendwie gefällt. Und wenn ihr Bock habt auf einen richtig geilen Controller, der nicht wie bei King Controller vorprogrammiert ist und 240 Euro kostet und nicht mal so aussieht, wie ihr ihn unbedingt haben wollt, solltet ihr euch das jetzt genau angucken. Wir sehen uns gleich wieder. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Das heißt, wenn ihr richtig Bock habt auf einen geilen Controller, auf eine einzigartige Konsole, auf extra Sachen dafür, auf Padded sonst was, geht auf die Seite creative-modding.de, gönnt euch ein bisschen was mit meinem Code, spart man noch die 10%, ich würde es auf jeden Fall mal testen. Jetzt aber zurück zum Thema. Modern Warfare 2, die Kampagne ist da. Wir können sie spielen, wir können den Multiplayer nicht spielen, weil er nicht mit dabei ist, wir können Spec Ops nicht spielen, weil es nicht mit dabei ist. Und
wenn ich es überlege, macht es mich wahnsinnig. Es gibt so viele Leute, die mit dem Modern Warfare Multiplayer nichts anfangen können, weil er campy ist, weil die Entscheidungen, die getroffen worden sind, einfach schlecht sind. Totenstille nicht als Perk, sondern auf Feldaufrüstung. Das Radar wurde umgeswitcht, das Prestige-System wurde umgeswitcht. Die Maps sind teilweise einfach so campy, dass man da generell keinen Bock drauf hat. Also es gibt viele Gründe, warum viele Leute gesagt haben oder auch immer noch sagen, der Multiplayer ist nichts für mich, ich habe keinen Spaß daran. Gerade jetzt, wir sind 6 Monate vor dem neuen COD 2020, was von Treyarch kommt. Es wird heißen Black Ops oder Black Ops 5, da sind sich eigentlich alle relativ sicher. Gerade jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um der Community nochmal mehr Futter zu geben. Was an Content dabei entstehen würde, wenn man jetzt ein neues Modern Warfare Multiplayer Spiel hätte, und zwar Modern Warfare 2 Remastered. Modern Warfare Remastered 1 haben sie ja auch online gekriegt und alle anderen Spiele währenddessen, Black Ops 4 zu der Zeit, sind nicht gestorben. Genauso wäre es jetzt. Ich kann es euch nur garantieren, wie viel nostalgische Erinnerung das für die Leute wieder geben würde, den Multiplayer wieder zu spielen, die Intervention zu spielen, die Vector zu spielen, die ACR zu spielen. Es gibt so viel unglaubliche Waffen, die für jeder, der es damals gespielt hat, die jeder wirklich kennt und worauf er Lust hätte. Und es ist für mich unbegreiflich, dass man die Multiplayer nicht mit reinnimmt. Activision hat in ihrem Blogpost darüber geschrieben, dass sie die Spielerbasis nicht weiter auseinanderteilen wollen. Sie haben wohl die Sorge, dass wenn jetzt ein neuer Multiplayer für Modern Warfare 2 Remastered rauskäme, dass keiner mehr den Multiplayer von Modern Warfare spielen würde. Aber zum einen sind COD-Fans nun mal nicht so, dass sie ein Spiel komplett zur Seite legen und das andere dann nur noch spielen. Black Ops 4 war auch nicht und ist auch nicht komplett tot, obwohl Modern Warfare als Multiplayer jetzt kam. Genauso ist es, dass viele von uns, und so bin ich auch, 1-2 Stunden das eine COD spielen, nochmal 1-2 Stunden dann das andere COD, wenn ich richtig Zeit habe, spiele ich noch ein drittes COD. Nur weil man ein Spiel anbietet, heißt es nicht, dass auch nur noch dieses eine Spiel gekauft wird. Und das, was Activision an Geld machen könnte, wirklich an unglaublichem Geld, wenn sie den Modern Warfare 2 Remastered Multiplayer mit Spec Ops reinbringen würden, mit all den Erinnerungen, mit all den nostalgischen Waffen, wäre unglaublich. Es wäre so viel mehr Kohle und so viel mehr Spaß für die Community, als wenn man jetzt einfach die Kampagne droppt und sagt, hier ist die Kampagne, 20 Euro, gönnt euch das Ganze. Einige habe ich gesehen, diskutieren darüber, dass der Multiplayer einfach gar nicht fertig ist und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht wahr. Es kann nicht wahr sein. Es gibt viele PC-Nutzer, die in den Damefights im Modern Warfare Kampagnen-Ding, was übrigens 50 GB ist, also das müsst ihr euch mal vorstellen, der schon Ziele gefunden haben und Dinge gefunden haben, die einfach zum Multiplayer gehören, die schon mit drinne sind. Viele der Camos sind in der Kampagne mit drinne, viele der Maps aus der Kampagne sind, oder fast alle, sind auch im Multiplayer drinne. Die sind schon remastered, man bräuchte die Maps nicht mehr anfassen. Fast alle Waffen sind in der Kampagne drinne, man bräuchte die Waffen fürs Remastered nicht mehr anfassen. Alles, was man braucht, um den Multiplayer rauszubringen, ist bereits in der Kampagne mit drinne. Und ich spiele jetzt seit über 15 Jahren COD, ich mache jetzt seit 2 Jahren YouTube und ich habe so viel schon gesehen und so viel Entscheidungen von Activision in Frage gestellt und von Infinity Ward und Treyarch und habe so viel Kritik schon geäußert und habe schon so viele Dinge gesehen, die ich nicht verstanden habe, aber das diesmal schlägt alles, was ich bisher irgendwie sehen konnte. Ich verstehe nicht, warum Activision mit allem, was sie haben, sich dagegen wehren, dass der Modern Warfare 2 Multiplayer Remastered rauskommt. Es wäre für die gesamte Community ein riesiger Vorteil. Stellt euch das nur mal vor. Die neuen Seasons in Modern Warfare dauern ja locker noch 2 Monate. Die nächste kommt jetzt übermorgen, glaube ich. Dann läuft 2 Monate, bis die nächste kommt. Dann wieder 2 Monate, bis die nächste kommt. Das heißt, wir haben die nächsten 2 Seasons in 4 Monaten erst fertig. In 6 Monaten kommt das neue COD fast schon. Bis dahin haben wir wahrscheinlich eine Beta, vielleicht eine Alpha, Trailer, Teaser, Werbung, alles Mögliche. Gerade zu einer Zeit jetzt, wo wir alle zu Hause sind und im Prinzip nichts anderes machen als zocken, ist es der perfekte Zeitpunkt, um dieses COD, um Modern Warfare 2 Remastered rauszubringen als Multiplayer. Und selbst wenn sie mit dem Multiplayer noch gar nicht richtig fertig sind, werden sie nicht mehr länger als vielleicht 4, 5, 6 Wochen brauchen, um die letzten Teile, die vielleicht noch fehlen, aus der Kampagne rauszuziehen und in ein Multiplayer-Erlebnis reinzupacken. Und gerade für sowas wie 20 Euro Upgrade zu der Kampagne könnte man den Multiplayer mit den Spec Ops Missionen anbieten und hätte
Modern Warfare, Warzone und Modern Warfare 2 Remastered, was alles zur gleichen Zeit von der Community gespielt werden könnte. Es würde Druck von Entwicklerstudio von Treyarch nehmen, weil die einfach nur ein bisschen Ruhe hätten. Keiner würde da jetzt groß nachfragen, wie weit jetzt Black Ops ist. Kaum einer würde sich darüber Gedanken machen. Man könnte in Ruhe arbeiten. Und man hätte drei unglaubliche geile Games, die man zeitgleich spielen kann. Der eine mag das andere mehr, der andere mag das mehr. Aber hätte drei Games, auf die die Community sich so aufteilen kann, wie sie es gerne möchte. Und es würde dafür sorgen, dass jeder bekommen würde, was er möchte. Mir kann niemand erzählen, dass mit den Mikrotransaktionen die Nummer in Modern Warfare sind. Auch wenn das alles kosmetisch ist, was ja richtig gut ist, das muss man ja auch einfach mal sagen. Niemand kann mir erzählen, dass mit diesen Mikrotransaktionen Infinity Ward und Activision mehr Geld verdienen als mit einem neuen Modern Warfare 2 Multiplayer. Es macht mich fertig, wenn ich darüber nachdenke, und ich verstehe einfach nicht, warum sich Activision dagegen wehrt. Die letzten Jahre war ich immer der Auffassung, dass ich ziemlich gut voraussehen kann, was Activision macht, weil einfach jede Entscheidung in die falsche Richtung gegangen ist. Aber das, was sie dieses Mal machen, geht komplett in die falsche Richtung, obwohl sie damit, und da sind wir uns glaube ich alle einig, richtig viel Kohle verdienen könnten. Ich weiß leider nicht, was der Grund ist. Ich weiß nicht, warum sie sich weigern, den Modern Warfare 2 Remastered Multiplayer rauszubringen. Aber ich kann euch nur sagen, ich hoffe, dass die Entscheidung nochmal überdacht wird. Denn Warzone wird mich persönlich nicht 6 Monate interessieren und unterhalten können. Das ist einfach so. Und der Multiplayer von Modern Warfare sowieso nicht. Ein neues MW2 Remastered wäre genau das, was ich bräuchte. Ich weiß nicht, ob ihr euch die Kampagne schon gekauft habt und ob ihr Bock auf die Kampagne habt. Ich persönlich eigentlich schon, aber ich bin aktuell einfach sehr enttäuscht. Ich hatte so gehofft, dass der Multiplayer mitkommt, und er wird einfach nicht da sein. Und ich weiß nicht, was der Grund ist. Wenn ihr einen Grund habt, könnt ihr den gerne reinschreiben. Vielleicht wisst ihr ja, warum der Multiplayer nicht da ist. Mich würde es interessieren. Ich hoffe, das Video hat euch heute gefallen. Ich bin raus für heute. Lasst ein Like da. Macht's gut.